ab einem bestimmten Punkt haben wir gemerkt, dass wir bei einem Film, der von der Wirksamkeit von Kunst oder auch von einem fantastischen Alltag handelt, nicht weiterkommen mit der Schriftform. Und haben dann experimentiert mit einer audiovisuellen Skizze. Hallo, in den nächsten 10 Minuten möchten wir Ihnen visuelle Perspektiven auf unser Projekt Art Girls zeigen. Es gibt 3 Kapitel und die können Sie auch direkt auf der DVD anwählen. Das erste Kapitel heißt Kunst, zeitgenössisch von Frauen mit Kunstwirkung. Und das zweite Kapitel behandelt 3D-Animation und digitales Compositing, also eine erfundene und doch fotorealistische Welt. Das dritte Kapitel heißt einfach Art Girls. Wenn sich Kunst und Animation verbindet, was entsteht dann? Ja, und welche Themen kommen in diesem Zusammenhang zusammen? Und wie fühlt sich so ein Film wie Art Girls an? Die stand ganz am Anfang, 2009, zu einem Zeitpunkt, als wir wirklich versucht haben, in dem bestehenden Film- und Fördersystem den Film Art Girls zu kommunizieren oder zu bewerben auf eine Art als Projekt. Und da bin ich zusammen mit Inga Busch, der Hauptdarstellerin, schon so früh, also 5 Jahre vorm Kinostart, aufgetreten und wir haben versucht, in 3 Kapiteln die wesentlich visuellen Elemente des Films freundlich zu kommunizieren. Und bitte? Hier trete ich noch selber in meiner Kunst auf. Silent Playground. 5 Screens parallel, ein nonlineares Weltgefühl als Raum. Multiplicité d'identité, das ist das Stichwort bei Foucault, der auch dazu ermutigt hat, und ich beziehe mich auf ihn, um ganz sicher zu gehen jetzt, dass ich verstanden werde, ich beziehe mich auf Foucault, der sagt, man muss dann diese Identitäten, Vielheit aus sich auch herauslocken, man muss sich darauf einlassen. Man muss hinhören, hinsehen können und dann selbst aktiv werden und sagen, wie ordne ich das in meinen Kosmos ein. Ja, und was der Filmforscher Dietrich Kuhlbroth, seit 50 Jahren ein wichtiger Filmkritiker in Deutschland und außerdem jemand, der in seiner eigenen Persönlichkeit viele andere Facetten beinhaltet, was er gerade gesagt hat, das trifft eigentlich den Kern auch des innovativen Filmemachens, dass man es möglich macht, eine Wahrnehmung zu schaffen, die die Existenz möglicher paralleler Welten spürbar macht. Und es müssen auch nicht immer nur Welten sein, es können auch Vermögen sein, es können Fähigkeiten sein, dass man einfach spürbar macht in einem Film. Es gibt nicht nur diese eine monolineare, manche würden sagen westeuropäische oder europäische Einbahnstraßenzeit und die dazugehörende Realität. Klaus, meine Frage. Jetzt, wo die grüne Sonne sich beobachten lässt bis zum S-Bahn-Ring, welche Form von Normalität hat sich dann hier draußen im Bereich der Brotfabrik inzwischen ausgebreitet? Ja, wir sind hier in Weißensee. Das ist am Rande der grünen Sonne. Und deshalb haben wir auch versucht, hier in der Brotfabrik einen Kommunikationsraum zu schaffen, in dem der dazugehörige Film Art Girls verhandelt wird. Die Normalität ist hin. Als die Sonne grün aufgeht, erkennen das wirklich alle an. Und dann passiert etwas ganz Seltsames. Die Panik bleibt aus. Kunstwirkung ist etwas sehr Direktes, etwas Unmittelbares. Es bedeutet nichts, es passiert einfach. Und deswegen ist es völlig unabhängig von Bedeutung oder Bedeutungsspezialisten. Das heißt auch, dass jeder Kinozuschauer einen Zugang zu Filmen über Kunst hat. Kunstwirkung verändert die Menschen direkt, sogar die ganze Welt. Also die Kunstwirkung kann auch Lebewesen erfassen. Und das beste Beispiel dafür sind die Würmer. Es ist ja zunächst nur eine Materialveränderung, dass sie ihre Spitzen jetzt rot, blau und grün färben können. Das hat künstlerisch gar keine besondere Bedeutung, aber sie können sich jetzt verhalten wie die Pixel in einem Flatscreen und das heißt, sie können uns große und sehr große Bilder zeigen. Das führt einen
auf kurz oder lang, wenn man Film innovativ nutzen möchte, auch um selbst davon überrascht zu werden, welche Geschichte sich da eigentlich zusammengesetzt hat und welche Geschichte entstanden ist am Ende. Das führt dann dazu, dass man in der Tat das Drehbuch auch freier nutzt im Sinne eines audiovisuellen Prozesses. So, dass diese audiovisuelle Skizze für uns dazu geführt hat, zu überlegen, in welchen Formen ist eine audiovisuelle Stoffentwicklung sinnvoll und viel näher an den Möglichkeiten und Potenzialen der verschiedenen Gewerke, die beim Film zusammenarbeiten.